Hallo, ich bin Greta Seiwald. Ich fahre für das Team Santa Cruz FSA. Ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich große Schritte nach vorne gemacht. Ich bin 22 Jahre alt und habe eigentlich seit ich 17, 18 bin, das richtige Mountainbiken, Cross-Country-Sport für mich entdeckt und habe eigentlich da verstanden, dass das die Arbeit ist, die ich jetzt machen möchte und noch für weitere Jahre machen möchte. Dieses Jahr bin ich in das Team Santa Cruz FSA gekommen. Letztes Jahr waren wir noch Focus. Ich habe da schon meine Teamkollegen kennengelernt und muss sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, Teil dieser Mannschaft zu sein, weil ich einfach sehr viel lernen kann von Gioele Bertolini, Andrea Tiberi, aber auch von Zaccaria Toccoli. Und das macht mich sehr, sehr glücklich und ich bin sehr, sehr froh, Teil der Mannschaft zu sein. Heuer haben wir entschieden, als letztes Rennen hier zu sein in Tremosine für das Tremal zu Bike Rennen. Ich bin erst gestern zurückgekommen aus dem Urlaub. Ich war jetzt 2 Wochen in Portugal, habe mal richtig abschalten können, weil wir eine sehr lange Saison hatten. Und dann ist mir die super Idee gekommen, nochmal ein Rennen zu fahren. Auch wenn ich 2 Wochen nicht auf dem Fahrrad war, freue ich mich jetzt sehr darüber, morgen teilnehmen zu können. Und ich kenne die Strecke leider noch gar nicht. Also ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt. Aber laut dem, was die Athleten bis jetzt gesagt haben, kann man richtig, richtig schön den Gardasee und das Panorama des Gardasees sehen. Und auf das freue ich mich schon sehr. Auch wenn ich wahrscheinlich auf dem Pass vom Tremalzo schon ziemlich müde werde, freue ich mich trotzdem auf den Ausblick und ja, freue mich darauf.